Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Silver Case. Beim letzten Mal haben wir in Erfahrung gebracht, wer die Fledermaus in Wirklichkeit war. Und auch, dass Morishima in Wahrheit gar nicht von Inohana angeheuert wurde, sondern von einer Gruppe von Leuten, die verhindern wollen, dass Kamui wiederbelebt wird. Sehr interessant, darüber werden wir bestimmt noch mehr erfahren, aber erstmal fahren wir fort mit dem fünften Fall. Life Cut. Mal sehen, ob der weniger verwirrend wird als der vierte, weil den vierten habe ich jetzt immer noch nicht verstanden. Auch intern noch nicht. Und da ist ja Morishima direkt. Ha! It was late in the year of 1999 and the impact of the Method Tank was already a thing of the past. Fierce winds from a hurricane rocked the shores of the islands. Kamui Uehara suddenly vanished from the hospital where he was in custody announcing his unexpected recovery. In the A1 district, at the center of the 24 wards, after a month-long silence, Kamui murders several important government officials. Oh, ist das passiert in der Zwischenzeit, oder was? Okay. Even now, he remains at large. Terafumi Kurumuchi, the Ministry of Education Supreme Advisor. Minori Sakurai, Temporary League of Nations Commander. Daisaburo Taki, former International Environment Agency Vice Minister. Collect Lab Curator Kanji Ishino, Youth Education Center. Chief Physician Tokuzen Umihara, St. Beckham University Hospital, Psychiatry Department. Was das auch alles für lange Titel sind für die ganzen Leute. Victoria Therapy Representative Shogo Yoshimura. And Republican Party Development Authority Chief Yoshitsune Onoki. All officials who have made great contributions to the country. And yet, Kamui isn't showing any signs of slowing down. Ich finde es sehr verwirrend, dass der Typ hier so anders aussieht einfach in dieser Story. Aber, oh, okay. Kamui runs around committing serial murders. Noch wieder ein sehr schöner Hintergrund hier mit diesen Zahlen, die im Hintergrund sich drehen einfach. Weiß nicht, ob diese Hintergründe eigentlich irgendeine relevante Bedeutung haben, weil irgendwie, ja, abseits vom vierten Kapitel jetzt, wurde es natürlich sehr offensichtlich so Matrix-artig aussehen sollte, weil Internet, weil alles im Internet stattgefunden hat in dem Kapitel und so. Ja, sehe ich da irgendwie keinen Zusammenhang so wirklich, aber sind halt da und finde es ganz schick, dass sie sich wirklich was anderes einfallen lassen haben irgendwie. Jetzt auch von the reaction to these bizarre crimes. Disrupting the stability of the network. It's like some old school killer's been revived. Seems like punishment for the Method Tank Rebellion. That's all this crazy son of a bitch is. Warte mal, die Method Tank Rebellion? Ich dachte, das sind Leute, die auch Kamui nur überbieten wollten, weiter, oder nicht? Und nicht Leute, die gegen ihn waren. Oder ist da schon Teil meines Missverständnisses von Kapitel 4, wo vieles missverstanden wurde bei mir? Also, naja. Nichijou ni fukaku, shizuka ni shizumu. 国家重要人物ばかりを狙う殺人が相次いだ。犯罪史上稀に見る連続殺人の容疑者とされているのは上原カムイ。未だ24くらいに潜伏中のこの容疑者に対し、今様々な憶測や噂が飛び交っている。一部の報道によると、若者の間で上原カムイを救世主とすら呼ぶ声が高まっている。その支持熱は コンピューターネットワークから始まり、広く浸透していった。中には革命家のように捉え、信奉しているグループも存在しているらしい。いや、それはしょんぼくかも。我々取材班は街へ出て生の声を拾ってみた。おお、オッケー、その、ファイター。え、あ、すごくかっこいい。なんかやりたいことやってるっていうか、そういうのってちょっと憧れる？共感しちゃうなって。 何目的があるからってね、何してもいいっていうわけじゃないと思うんで、僕は反対ですね。ちょっとなんか理解できないですね。いや、こっそ。人を殺す自体なんか理想なのとか思っちゃうし、なんかよくわかんないですね。いや、殺人はやっぱやばいと思いますけど、目的なんかあるんですよね。その目的のために行動するという部分に関しては、 まあちょっとは尊敬できると思うんですけど。 Was ist das für eine Frisur? Also, I won't judge, aber tut mir leid. Das war eine sehr interessante Frisur auf jeden Fall.
文部省最高顧問、何気せんぞ。臨時国際連盟総裁など国家重要人物7名、政治に絡んだテロリズム とも考えられる事件に一体どんな目的があるのだろうか。殺害現場には今でも花束が添えられ、悲痛さを一層醸し出している。 関係者は、この事件をどう見ているのか。被害者の中には、被害者の中には、知っているものも大勢います。被害者の真相というのは、ほとんどが実際だ。あんたも含めて、何をでっかり積み重ねるんだ。あんな殺人鬼を。 この犯罪史上まれに見る連続殺人は本当にたった一人の手で行われたのだろうか。犯人上原カムイはどんな人物なのか。その糸口を得るため、実際にカムイ本人と接触した人物から重要な話を聞くことができた。あんたっていうか。 Soll das wohl Shiba sein? Das ist einfach so passt jedenfalls dazu. カムイという人物に興味を持てるようにはなりましたね。惹かれたということではなく、あくまで対象としてですけど。理想ですか？彼は理想のレベルを我々には到底どのくらいのところにあえて設定したのかな。それを超えられた真の理想は野心ないってカムイは考えているのかもしれないですね。でもそれはモラルとしては理解されないでしょう。 Na gut, okay, das, was er gesagt hat, passt aber weniger zu ihm leider. Wäre cool gewesen. Das ganze Kapitel ist einfach nur eine Dokumentation. Ich meine, das ist gar nichts gegen. Das ist voll cool. そして、その見えざる力は人々に伝播し、 社会現象にまで発展しつつある。一体上原カムイとは何者なのか。ただの犯罪者か。それともテロリストか。世紀末のカリスマンなのか。その正体は未だ用として知れない。So wurden die neuen Morde jetzt aber wirklich von Kamui wieder begangen, von der Person, die wir im ersten Fall kennengelernt haben. Der da aber nichts machen konnte eigentlich, also, das war sehr, sehr cool, das war eine sehr, sehr coole Szene irgendwie. Ich weiß es immer wertzuschätzen hier, wenn wir solche Szenen bekommen. Und das war jetzt mit Abstand die längste und auch erst im letzten Kapitel bekommen wir überhaupt mal welche mit tatsächlichem, naja, Voice Acting, um es mal so zu nennen. So weird, aber so gut. Ja. Wurden die ganzen Morde wirklich von Kamui begangen, oder, denken wir das nur? Das ist halt die Frage. These guys are known as the Trump. This unmarked group of killers who seem to be under Kamui's care is known as a secret society on the west side, but also as secret agents on the east. But I'm wondering, maybe they're connected to this country's government. The government. That's the dumbest shit I've ever heard. There's a Kamui. Another joke. Tetsu, you know, right? The mystery surrounding Kamui. The rage that followed his appearance. Well, that's ridiculous. He's not some mystical fucking beast. Just a criminal. Alright then. Who else do you explain shady organizations that get desperate like Kamui? Of course, it is like you would turn those shitbags into some kind of fantastical monster. It's always the crazy-ass romanticists that get the general public worked up. Can we get the sermon later? Anyway, the Trump affects your people as well. Ja, immer dieser Trump. They're troublemakers all over the place, including your group, right? Yeah, well, we're interested in co-worker-related bullshit.
The TRO and CCO are called the Tech Faction and Civic Faction, respectively. The tech side works on development geared toward technology, while the civic side works on to maintain the city's purity. They're each opposing organizations. They would never let this spill to the surface. And should I give a shit? Figure the rest out for yourself. That's all I can say. So you just wanted to say that, then keep the rest to yourself? Ja, großartig, ne? Das ist das ganze Spiel gefühlt in a nutshell. I value my life. So that's all I'd say. Well, at least keep her ass out of trouble. Thanks to the goddamn fairy tale. Mal wieder. You're welcome. Ein weiteres Märchen, das wir wieder entschlüsseln können. Vielleicht. Hallo? You said too much. Oh, das war schon zu viel. Ja, dann, tut's mir leid. Hättest doch gleich alles sagen können. Really? It's just gossip. Exchange of information, you might say. Is that all you've got to say? You're going to kill me? In that case, just a little more. I can't wait. Dying as a chatterbox isn't very cool, right? Yeah, so you should die with determination, then. Very well. Wow. Nee, das würde ich einfach alles sagen können. Das wäre nett gewesen. Jetzt hast du dich extra zurückgehalten, damit du nicht stirbst und stirbst trotzdem. Wow. Was war denn daran jetzt so unglaublich wichtig? Was hat er denn jetzt zu viel gesagt? Bitte. Alright, I've got a few announcements. Ninja's Crimes Unit 2, Sumio Kodai has been dismissed. Ah, okay, jetzt haben wir das Thema endlich mal. Actually, because of this, Unit 2 is finished. Xabi, you'll be moved to Unit 1. Basically, head over to the main force of the HC unit. Got it? It's an order, right? Yes, it is. Additionally, Chief Director Kurobuki has been promoted to Deputy Commissioner. Make me, Nakatagawa, your next Chief Director. Let's give it a good work. Notice from Central, they've started an intense crime eradication campaign. Obviously, this includes dealing with Kamui. Central has doubts about the HC unit system. So in order to help out our investigators, they felt it necessary to call in a couple of experts. Let me introduce you, our newcomers. Okay, Mikoshiba and Natsume. Hello. I'm Kentaro Mikoshiba. I'm a transfer from Central's External Affairs Department. Looking forward to working with you all. I'm Sakura Natsume, formerly of the Special Forces Office. Haben wir auf jeden Fall eine Sakura, aber das ist nicht dieselbe Person, ne? Das andere war ja Sakura, Uehara. Aber hatten wir Natsume auch nicht auch schon? Ich glaube nicht. Aber doch, habe ich mir den Namen nicht aufgeschrieben. Na ja, großartig. Aber Sakura habe ich mir gemerkt, nur das war nicht die richtige wohl. Looking forward to working with you. Natsume's father is the same Natsume from the Special Forces Unit. Okay. Dann kenne ich ihn daher, das habe ich mir nicht mehr aufgeschrieben. Das sind die Namen von damals, ne? Vom Prolog. I think you know him pretty well, Toasty. Ja, genau. Warte mal, was? Ja, doch, das passt, ja. Tut mir leid. He's helped me out a lot. Dann habe ich mir die Tochter nicht mehr aufgeschrieben, weil ich mir den Namen nicht mehr aufgeschrieben habe von ihm, weil ich dachte, dass er sowieso jetzt nicht mehr relevant ist. Ja, das ist es, das muss es sein. Deswegen hatte ich den Namen Sakura schon im Kopf. So, Megoshiba, you work with Kusabi, Natsume, you work with Toasty. Are we clear? And lastly, all HC unit agents are to head to the International Environment Building. We received word that Kamui has infiltrated the premises. Lead him to the roof of the building. Don't worry about capturing him. Just make sure he doesn't hurt anyone else. That is what our division wants. Dismissed. Also gut. Auf dem Dach? Auf dem Dach waren wir noch nie, ne? Ja. Was machen wir denn hier oben? Kurobuki. Sorry, Tetsu. It's fine. I'm a positive guy. I'm forward thinking, whatever it's called. It's gonna get colder. That's not like you, old man. What's wrong? Tetsu. Yeah? Look after Natsumi's daughter for me. It'll be tough for Toasty, but... You mean Sakura? Then I guess Natsumi is. He hasn't regained consciousness yet. Okay, das dachte ich mir jetzt davon ausgehend. Oh, so he's still alive. Immerhin.
And also Misawa doesn't know. The department is working in strict secrecy. But at the department, those who have encountered Kamui and live to tell the tale are quite rare. I don't fucking get it. This is the same, right? That Morishima reporter. Morishima? The news reporter. Jetzt wird er auch endlich mal in dieser Story erwähnt. Wurde er hier immer ein bisschen außen vor gelassen, ne? Bisher. Tetsu, don't dig too deep. There's no going back on this. They're going after Morikawa too. Ever since that report was leaked, the factions have been coming up to the surface. We're going to be crushed. Oh man, don't talk like such a pussy. It's one of those things that can't be helped. Old man, what a joke. I've got my hands tied, I can't make a move. What did you just say? I said it can't be helped. Sorry, das sagen wir nie! Stimmt, das sagen wir nie sowas! It's all FSO. I'm leaving things in your hands now. Oh no, das muss die Situation wirklich schlimm sein. Ah! Old man, I take care of things from here. Just rest easy. But how involved do we have to get in this? War er das jetzt selbst? Wahrscheinlich war er das jetzt selbst, ne? Fuck. Okay. Man merkt, ich habe keine Ahnung, was wir überhaupt tun, weil ich nicht verstehe, warum. In was sind wir hier gerade involviert? Dass es so schlimm ist. Dealing with Kamui, ja, das ist unser Plan wohl. Auf Dauer. Ah, ich kann wieder laufen endlich mal. Das ist ja schon lange her. Gefühlt jedenfalls. Wobei ich kann auch erstmal ganz kurz mit dir reden. Chase a target down like this. I wonder what my father was thinking at a time like this. Ja, ja. Frage. Jetzt ist Commander Morichika Nakatagawa of Kamui Elimination Investigation HQ. Oh, wer ist jetzt Kamui Elimination Investigation HQ? Wirklich? Okay. Ethnic announcement for all agents participating in this mission. A goal is the disposal of the target, Kamui Ehara. You find Kamui, lead him to the roof of the International Environment Building. The Elimination team will be waiting at an adjacent building. Sharpshooters will be responsible for disposal. Engagement by any other agent is strictly prohibited. Personnel are not to set foot on this roof. Shake the beehive and you'll get stung. Repeat. The plan is to dispose of Kamui Ehara. Ja, ich weiß. In Ordnung, wir sollen ihn aufs Dach irgendwie locken. Oder jagen, oder wie auch immer man das nennen will. This plan will cover all bases. Starting from the basement, we have to use every available route to make our way to the roof. The phrase, don't let a single rat escape, is to be taken literally. We have to corner Kamui. Once Kamui shows himself on the roof, that will be the end of our work, folks. The elimination will be carried out by the sharpshooters I mentioned beforehand. Everyone, please proceed with caution. Personnel who do not abide by these orders will be civilly punished. Ja, ist in Ordnung, ich halte mich dran. Nicht so wie damals im Prolog. Wobei die auch nicht mehr bestraft werden konnten, weil, naja, sie waren tot. You read me, Toasty? Head to the next floor using the elevator. Ja, ich bin dabei. You're controlling the red ghost. Ah, okay, ich muss also diesmal nicht auswählen, wo ich hin will. Das ist angenehm. Come on, Toasty, let's get a move on. Das war auch ein schönes Bild von ihr. Also, fahr mich hoch, wohin auch immer genau. Ist besser als alle Etagen absuchen zu müssen, so wie, ja, beim letzten Mal. Gut, kann ich hier reingehen? Kann ich tatsächlich. Oh, hier sind noch mehr Flure, ich fühle mich wie in einem Dungeon Crawler. I can't get in touch with Kusabi. Can pinpoint his location, but he's not responding by radio. Should be somewhere on that floor. Go check it out. Ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Da kann ich nicht rein. Ja, es ist wirklich einfach nur ein Dungeon. Crawler-Dungeon irgendwie. So, hier, hi. Big Dick. I'm gonna disappear for a bit. Warum? There's a lot of crazy shit going on. Well, just can't trust anyone anymore. Get your back, son. And that's Miss Daughter, huh? I'm Sakura. I looked up to my father. And to you, that's why I chose this job. I get flustered. And trust this, you're suspicious of the truth.
The truth and facts are different. That's what I'm after. Was? Du willst also Fakten oder die Wahrheit? Das ist jetzt die Frage. Weil ich will die Wahrheit, keine Fakten. Glaube ich? Dick, teach this young lady well. Work her the best. Like no one ever was. Das werde ich tun, werde ich tun. Get back to the elevator. Ah, super. Vollidiot. Na gut, na gut. Dann zurück. Und als nächstes, das ist Nakadagawa. Ich nenne einfach nur Naka, okay? The main forces push Kamui up to the 22nd floor. We patrol the 19th floor. In Ordnung, klar. Auf jeden Fall, dass er wieder nach unten will, ha? Ich glaube, wie viele Leute wir eigentlich gerade hier sind, ne? Es wird genug, um ihn wirklich, ja, ihm wirklich keinen Weg mehr übrig zu lassen. There's something strange going with Morikawa's signal. Should be on that floor somewhere. Okay, gut, dann ist er jetzt hier wohl irgendwo. Da hinten. Was ist denn los? Was macht ihr hier alle? What is lacking off for? Come on, he's going to get away. Oh yeah. You know Tetsu? I just met him, ja, tatsächlich. I see. Tetsu killed the boss. Ah, okay, es war also doch Tetsu. Gut, ich war mir nicht sicher, ob es Selbstmord war oder ob er es war. Boss told me to put Tetsu to sleep. Permanently. That was my promise to the boss. Okay, Toasty. Come on, yes. No, never mind. But doch, don't worry about it. Doch, ich mach mir Sorgen. See you around. Was wird das hier? Was soll das hier werden? Oh, Hachisuka. You haven't seen Tetsu, have you? Doch, aber es ist eine Weile her. Morikawa hat Tetsu. He had to be stopped. They say Kusabi killed the Deputy Commissioner Kotobuki. How do you... Just now, Morikawa. Morikawa. Thanks. Please, hold on a moment. What? Why are we going after Kamui like this? Isn't there another way for him to? We don't have time to debate crime and punishment. If you want, you can answer those questions in your own thesis or something. Right now, we just need to follow orders. I just don't understand. Ja, ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe auch gar nicht, was wir tun. Understand even without understanding. Nein. That is how it is out on these streets. Wobei doch. Das ist das ja, was ich eigentlich zu jedem Kapitel quasi sage. Dass ich verstehe, was passiert. Also ich verstehe den Ablauf der Ereignisse. Ich verstehe aber nicht, warum. Oftmals. So gar nicht, warum. Tell me, please. After Kamui dies, it'll be too late. Fine then, I'll tell you. Kamui doesn't mean the person in that body. Oh? Even if the body is destroyed, the crime virus that's been spread by Kamui lives in the information people possessed. Ja, das dachte ich mir doch. The media amplifies this, encourages it even. Kamui will exist within that society for as long as that virus remains. Aber wie werden wir den Virus denn los, wenn wir ihn da oben töten? If we don't stop him, then this virus will never stop. And that is why he must be executed. Aber du hast gerade gesagt, selbst wenn wir ihn umbringen, dann wird der Virus trotzdem weiter verbreitet. You can analyze the mechanics behind crime. Because it lurks in the subconscious. Removing Kamui from the people's consciousness requires a truly awful execution. Ach so, die Leute müssen glauben, dass er tot ist. Darum geht es. Sie müssen sehen, wie er stirbt oder sonst was. Muss krass inszeniert werden. That's why Nakatagawa is leading him to the roof. And to make sure it's all captured live, there are teams of camera crews on standby. Okay, okay, darum geht es. Huh, understand? But why? They see you and it was great to deal with people. You even know what your father did? My father? What do you mean what my father did? I shouldn't tease you so much. You don't understand soon enough. Don't you even try changing it to such a subject. Stupid girls like you really are a pain. Wow. Make you think you can do anything, don't you? Well, good luck. I'm sure it'll be no problem for you. What the hell does that mean? Toasty? You understand what Kamui is about, right? Ja, aber ich meine, was meinst du jetzt mit ihrem Vater? Don't you believe him? Kamui is not one with whom you want to get too familiar. Whatever Nakatagawa is planning is extremely dangerous. The same goes for Kusabi and Morikawa. They're probably getting caught up in some crazy stuff. I just hope you're not one of these frontier types. Also, do something about this stupid girl. Und im Herzchen. Don't forget this. Let that hate marinate. I'll be sure to dispose of you. Wow, was ist los mit ihr? Was ist das Problem mit ihr? Get back to the elevator. Ja, ich bin dabei.
Warum sind sie so gemein zu Sakura? Was hat sie denn falsch gemacht? Verstehe ich wirklich nicht. Let's see, go to the elevator. Head to the 47th floor. Okay, ich war mir nicht sicher, wie viele Etagen es gibt, aber anscheinend einige. Based on how things develop, I might have you meet up with the main force. Take care. Ja, aber... ich weiß wirklich nicht, was mit ihrem Vater ist. Ich meine, ja, ich erinnere mich noch daran, dass wir im Prolog davon gesprochen haben, dass wir auf keinen Fall Sachen nach außen leaken lassen wollen. Also ging es vielleicht damals auch schon darum, dass sich die Verbrechen nicht weiter verbreiten können. Der Crime-Virus und so, genau. Natsume, have you seen Kusabi? Huh? What is it? You're toasty, right? Have you seen Kusabi? I got a bad feeling about this. They say that guy killed the former chief director. Nakatagawa told me to dispose of him. Good thing I got the story so quickly. Guess I'm just lucky then. Yeah. Toasty, if you see Kusabi, let me know. You too, Natsume. I want Morikawa and Hachisuka getting ahead. I'm counting on you guys. How did you know? Kamui can actually kill anyone. I don't really get what's going on here. Okay, er hat also doch auch diese Leute jetzt nicht umgebracht. Immer noch nicht. Es sind immer noch irgendwelche Leute, die von ihm, ja, angesteckt wurden. Toasty, there have been some developments. Need to back at the elevator. Okay, gut. Das ist das Einzige, was mir zu sagen hat anscheinend. Hilfe. So. You read me? This is Nakatagawa. The main force is cornering Kamui. Make use of that special forces unit experience. Get to the elevator immediately. Move to the 22nd floor. Ja, also das scheint, das große Ganze rund um Kamui habe ich wohl relativ früh komplett verstanden, aber das war jetzt auch nicht, ja, vielleicht nicht so schwer vorherzusehen oder so. Aber trotzdem bin ich damit schon mal ganz zufrieden. Zumindest etwas habe ich verstanden, nämlich irgendetwas. Listen carefully, Toasty. There's a pinpoint on the floor other than Kamui. Go check it out immediately. Ja, ja, okay, okay, okay. Wen soll ich hier loswerden? Dich? Was bist du? Wer bist du? Wer bist du? Amorishima! Okay, ich erkenne ihn nie wieder. Sieht immer komplett anders aus. It's been a while, big dick. Sorry, main Toasty. Who are you? Newcomer, huh? A civilian, right? A civilian? Oh no, I'm just a journalist. Ja, das nennt man Zivilist, glaube ich. This area is dangerous. You need to get out of here. There's a possibility you may be mistaken for the suspect. It's fine, I'm used to it. You could be killed. Really? I'm out then. Oh, Toasty, one last thing. Got mal ganz schnell anders überlegt. I figured out the secrets, all of them. All of them, wirklich? Read the email. Later. I need you to go now. Alright, alright. Huh. Freue ich mich auf sein nächstes Kapitel. Alright, folks. It's time to wrap this mission up. Get back to the elevator. Ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Ich weiß nicht, was hier mein Job ist genau, außer hin und her laufen mit Leuten sprechen, aber vielleicht ist das mein Job. This is a fine finale, folks. The main force is cornered Kamui on the top floor. Reinforcements report immediately. Just leave the rooftop disposal to the sharpshooters. Move accordingly. Over and out. Okay, alles klar. Jetzt geht's nach ganz oben. Gonna come on the top floor. Toasty, you're the closest. Lead him into the stairwell leading to the roof. You and Natsumi split up. Got it. Be careful. Sind wir. Oh, der flüchtet. Hoffe ich jetzt jedenfalls mal, dass das tut. Da ist der. Aber das wird ihnen nicht viel bringen. Um nicht zu sagen, gar nichts.
Schön, dass die Charaktere, die in den 3D-Sequenzen auftauchen, immer so aus der Entfernung gezeigt werden, extra und ganz dunkel, damit man ja nicht sieht, dass die Grafik wahrscheinlich sonst eigentlich nicht so gut wäre. Das war's mit Kamui. Mit dem Original zumindest. Hat das wirklich funktioniert, ist die Frage. Wird das wirklich funktionieren? November 30th, 1999. Kamui Uehara was shot to death on the roof of the International Environment Building. Kamui remains turned into Swiss cheese by the sharpshooters, were quickly dealt with by the crime scene cleanup crew. Following Kamui's death, there were obviously no big changes felt within society. And all those media crews that had followed Kamui so closely were stubbornly silent. As Kamui was executed, so too were the words of the people. The few who saw hope in Kamui also lost a part of themselves. Ja, wenn das heißt, dass die ganzen Verbrechen jetzt aufhören, I too lost a part of myself. And so, Kusabi, Morikawa and Shizuru from the 24 Wards HC unit were never seen again after Kamui's execution. And in the midst of this commotion, a single man kept at his work. It was Toasty. Ja, es war Toasty. Immerhin, der bleibt noch an der Arbeit. Ich habe definitiv noch nicht alle Fragen jetzt beantwortet bekommen. Wir wollten die E-Mail lesen, ne? In der angeblich alle Antworten stehen. Der 24. Dezember. Mal sehen, was Spiel mit, ja, dem Neujahr endet. Könnte ich mir gut vorstellen mittlerweile. Also gut. Was sind die ganzen Antworten, die du angeblich gefunden hast? Tokyo Morishima an Toasty. I guess you realized that up until now we never really get along very well. And now, to be honest, I'm really not sure. Whatever the case, I decided to trust you. To trust you with the future, if you don't mind the cliché. But this is not an exaggeration. The future was once something that unexpectedly changed from one hand to another, like the roll of the dice. Okay, sieh doch, ich dachte schon, das war jetzt alles. There's a man called Kinjo. He's an expert in illegal investigations, and he heads his own illicit organization. And the HC unit has been working with him. Well, actually, the organization is technically illegal. Anyway, he should be able to explain quite a few things to you. After that, you'll probably understand what it is that you need to do. Or at least, that's what I think. And the die will be cast again. Thanks. And I guess, you're not so bad after all. Danke! Das ich wirklich gerne! Ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber vielen Dank! Sollen wir rausgehen? Ja. Also treffen wir uns mit ihm. Dann erzählt er uns vielleicht die ganze Wahrheit. Oder irgendwie sowas. Genau, das Kinjo-Building. Ah ja, 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 ich erinnere mich wieder daran. Da waren wir schon mal. Der Name kam mir gerade bekannt vor, ich wusste aber nicht mehr, was es war. Der geheime Garten. So, also wo geht's diesmal hin? Wo kann ich diesmal so hin? Überall. Okay, ich gehe direkt nach oben, ja? Ich hoffe mal davon aus, dass ich sonst nichts finden werde. Hallo? Warte mal, was? Ist das derselbe Ort? Nein? Hi! You're the world, Toasty. You remember me? No, I don't suspect that you do. Since, you know, we've never met before. Oh ja, dann erinnere ich mich tatsächlich nicht endlich wohl. Don't be so tense. You've got nothing to worry about. I've got a message from Morikawa. He wanted to see you. But I didn't ask for anything else. Don't ask me a lot of questions either. I'm just a messenger. Oh yeah, I forgot about introductions. I'm Takeshi Kinjo. Aber du solltest mir doch auch was erzählen. I run a backup shop. Even though Morikawa helped me out, you could say that I have been contracted for a variety of jobs. The backup shop runs illegal investigations, like a private policing organization. We mostly work with private businesses.
If all goes well, then we just disappear. But if there's a mistake in the plan, it's the end of the line, literally. Heads are cut, bodies dumped away in a liquid nitrogen tank. Well, that unfortunate business aside, I've been given a very important job from Murakawa. I'm to entrust all of these riddles to you, Tuesday. This might take a minute. Need a bathroom break before we get started? Nö, könnte direkt anfangen gerne. In this city, there are 3 connected syndicates. Yes, one of them is a syndicate involved in the redevelopment business in the 24 wards. This may sound suspicious, but you know the truth. In the redevelopment business, large amounts of money change hands. And this is a competition to try and take that money. The group that can get this money is guaranteed capital. In other words, they'll have the country in their hands. The 40-year plan for the 24 wards included the relocation of the capital. Government agencies are based in the 24 wards. That makes this the heart of the government. And if you control the heart, that's right. You may use this country in any way you wish. Through the distribution of electricity, controlling the flow of information, through the arrangement of public transportation. They're games about building cities, right? Separate the land, invest in high-quality properties, absolute control of administrations. It's all a huge game. Ja, so klingt das auch. There was a fight that took place 20 years ago, below the surface of it all. At that time, people from the Syndicate were taking out in a series of murders. That is the Silva case. Ja klar. It is members of the Syndicates were killed. So Silver, simple name, don't you think? That's when these idiots gave the serial murderer a name, Kamui. The groups that gave him that name were the Tech Faction and the Civic Faction, the TRO-CCO Alliance. Those factions currently make up a major portion of the police force, between Central and Public Security. Central represents the Tech Faction's TRO, while Public Security represents the Civic Faction's CCO. This area was originally run by secret societies. It's quite a joke. These two factions created this fictional criminal known as Kamui. Okay, damals auch gar nicht existiert. Genau, das dachte ich mir nämlich. Damals war er nur ein Konzept. Und dann kam aber später eine Person zustande, die tatsächlich Kamui hieß. The last faction, the Frontier Faction. Basically the Conservative Party's FSO. This created a clear distinction in the government's war. Because of Kamui, the Frontier Faction has been forced into disassembly. Kamui doesn't kill people over personal grudges, he kills for the syndicates. There's nothing to do with resentment, it's just a conditioned reflex. This is how the syndicate operates. It's a free-for-all. Fight to win, and if you don't fight, you're gonna win. The Frontier Faction wants to win, but they'll keep fighting. It's not about goals, it's just a natural instinct, spat between parties. With each faction trying to outwit the other. Catfight, if you will. Real shit show. It's just that the scroll has reached a larger scale. That's just how it is. People like Kamui don't really exist. Its existence is just an idea. The FSO, the one shaking up the previous agreements between the TRO and CCO. That's the answer to all this turmoil. The FSO are the ones who made this idea real. Took 20 years to create Kamui. To create Kamui! And they made many. The Kamui who was executed was just a dummy, and there are many more to replace him. Kamui is manufactured. Ah ja, mit diesem, Shelter Kid Project? Darüber? Shelter Kids. The FSO finds faithful little pawns. They're raised underground, where they become emotionless soldiers. They give their lives to the FSO. That's what Kamui Ohara is. Kamui lives outside of simple existence. If you open that storage device, Kamui will be resurrected. Someone from the Kamui stock will be chosen, and he'll be called back into existence once again. Except next time, the name may not be Kamui Ohara. Sorry, but time is up. Gut. Er wird also immer wieder ersetzt einfach. Eigentlich hat das überhaupt nichts gebracht, oder? Was wir getan haben? Seems I've been called as well. Toasty, I leave the rest to you. Vielleicht temporär, aber halt nicht auf Dauer.
Wahrscheinlich auch das am Anfang im Prolog gemeint, mit von wegen, dass Kamui zurück ist, dass Kamui zurückkehrt. Einfach, dass ein neuer Kamui erschaffen wurde. Ein neuer, Kamui freigelassen wurde, er gesagt. What the fuck? Ey, er lebt doch noch, er lebt ja noch. Ist er dead? Ja, das dachte ich mir nämlich auch gerade. I thought for sure. It won't be done by such a small fry. That's too bad, eh? Come to settle the score then. No, I'm fine. Actually, I quite like you. I want to kill you. Well, look at you. You have grown up, Munakata. Let's set the jokes aside. Sure, just for a sec. Hey, maybe you can help me out, huh? Could you just give me a summary of what exactly the fuck Kamui is? Das war mal ein Anfang. Oh, Tetsu, just where did you come from? Huh? The fuck does that mean? Your faction. I'm not a fucking politician. Don't try to hide it. Ah, I guess the old man bit the dust. You killed him, didn't you? Well, yeah. He was saying something about the FSO. The FSO are the conservatives. They used Kamui for the fake world restoration. Inwiefern? They're really just trying to recover their political power. Oh, but here everyone sees the old feigned balancing of power. But when this balance is disturbed, their mutual destruction is inevitable. The FSO is just searching for the chance to wreck the TRO and CCO's relationship. Then the FSO will control the next capital to be, the 24 wards. The government. I don't get it, they've always lost their fucking minds. There are two large syndicates and one tiny one. While the two larger groups go at it, the smaller group is making a grab for the country. The soldier is Kamui. This is the real situation. Huh. Things are keeping it simple. Nice and simple. Anyway, I got it. So, Munakata, what do we do now? Who knows? Maybe we should just do whatever that we please. Oh yeah? You really think so? Really? We should just take care of these evil little shits then, right? It'll be easy. Exactly who to go after. Thanks. Ja, das ist das auch der Grund, warum am Anfang überhaupt die ganzen, ja, Parteien und so irgendwie eingeführt wurden ein bisschen, ne? Wo wir uns überhaupt erklärt wurden. Am Anfang gab es ja erstmal diese Wall of Text einfach, wo ein bisschen über die Welt hier gesprochen wurde. Und ja, am Ende dreht sich dann doch das Ganze mehr darum, als man erwartet hätte vielleicht. Kamui wird die ganze Zeit nur für politische Zwecke genutzt. Als Konzept. Was weiß ich, warum? The campaign at the International Environment Building was a success. Great work, everyone. Fortunately, we did lose a few of our own. Xabi and Morikawa? He's too bad at the mission. You should discover their whereabouts and the authorization to dispose of them on site. Was? Wirklich? Was zur Hölle? Shizuka has already started taking care of preparations for the disposal. Mikoshiba, Natsume, I want you to prioritize their elimination. This is your debut in the elimination business. Now get this done. Kamui Ohara's elimination, the crime ring Trump was forced to reboot. Now Trump is comprised of four people. Here are the materials. Okay. Fox Diamond. Buffalo Heart. Wolf Spade. Was ist das für ein Name auch? And J-Kill Club. Der sieht besonders sympathisch aus. They're experts, so be careful. This is extremely likely that Trump will try to contact Toasty. I want you to keep your eyes on him, Natsume. Mikoshiba, use my route to search for the hideouts. But how can you turn on a friend so easily? Ja, das frag ich mich ja auch. Komm schon, Leute. It can't be helped. It's not like I want to do it either. It's just a job. Ist das wirklich unser Job? Is this an order? An order? You could say so. Will that make it easier? Just as you're told. Is that really how you feel? Is that a bad thing? Look, it doesn't matter. This is bullshit. What's with him? I wonder how many orders are given to come to such a clean decision to just kill a former colleague. There aren't many people who could do that. What do you mean? Kinda slow. Nakagawa's upset now. Upset about having to take out his friends. More than anyone. Yes, glaube ich, aber trotzdem. Muss er das wirklich?
Das ist wirklich die einzige Möglichkeit? Na gut, zurück nach Hause. Ich bin auf jeden Fall sehr froh darüber, dass ich zumindest irgendwas von der Story vorhersehen konnte. Weil es ist eine Story, wo ich immer wieder das Gefühl habe, dass ich einfach zu dumm dafür bin, um irgendwas zu begreifen. Wie gesagt, nicht wegen der Komplexität unbedingt, aber wegen der Inszenierung eher. Und bin dann froh, dass ich trotzdem irgendwas im Voraus ein bisschen vorhersehen konnte. Auch wenn es vielleicht offensichtlich war, weiß ich nicht. Müsst ihr mir sagen, ob ihr das irgendwie... Ob ihr da auch vor selbst drauf gekommen wärt. Weil... Ich fand es schon recht offensichtlich. Schon eindeutig zumindest. Takeshi Kinjo. Zum Superstar. Hi, das bin ich. I deeply regret the lack of hospitality the last time we met. I wanted to offer some tea, but I was well aware that it was not the time nor place. And now, on to business. There's a smoke shop called Motherland, ja, den kenn ich, run by a cool old lady. If you go quickly, she should definitely be there. The vending machine is pretty cool too, it has placebo written on it. Pretty sure it should be right next to it. If you're bored, you should stop by for a visit. The future is sure to bloom. P.S. Give my regards to the old lady. Okay, warum? Warum soll ich beim Automaten noch vorbeigehen und so? Also, ich kann mir mal Placebo kaufen gehen. Vielleicht gibt es doch Transmitter da. Vielleicht. Dann würde das zumindest mal Sinn ergeben, dass wir einfach nur noch Zigarettenmarken benannt wurden. Aber gut, einen Grund dafür ich dann immer noch nicht so wirklich. Na gut. Bei so einer Dunkelheit waren wir noch nie hier. Und es sieht auch so aus, als wäre sie nicht mehr hier. Nee. Sieht geschlossen aus, auf jeden Fall. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht. Na gut, da gibt es ja auch zu genug Automaten, also müssen wir gar nicht mit ihr reden, oder? Aha. Thunder Lemon. Okay, das ist nicht, womit ich gerechnet hatte. Das ist gar nicht, womit ich gerechnet hatte. Wo gehen wir gerade hin? Ja, ich weiß immer noch nicht, wo ich gelandet bin, tatsächlich. Aber scheint, sonst könnte ich mich hier umgucken. Mit dieser Geschwindigkeit wirklich jetzt. Okay, wo sind wir jetzt gelandet? Sag mir nicht, dass es gleich noch weiter nach unten geht. Ich glaube, es geht auch noch weiter nach unten, oder? Holy shit! Was zur Hölle? Oh, da ist ja Morishima. Hi. I shouldn't go any further than this. Warum nicht? It's a trap and the risk is too great. I'll go back. This can't go any further. From here on out, it's a different world. What kind of common sense will be of no use there? Oh, das klingt großartig. Strange place. The mental state is unstable. Probably from Kamui's influence. The guy with the glasses. What the hell was his name? Oh, Morikawa. Uh-huh. I just got a notebook from him. Looks like it's an important notebook. If I get a chance, I'll show it to you. In the meantime... Well, it seems I know too damn much. It's a long road ahead. Kirsty, don't die out there. Ja, wenn ich an irgendwas sterbe, dann an der Tatsache, dass ich hier... in dieser Geschwindigkeit langlaufe. Und hier bekommen wir zumindest mal ein paar Bilder gezeigt von, ja, im Laufe des Spiels schon so gesehen haben. Oh, okay, ich glaube, wir sind vielleicht irgendwo angekommen. Endlich mal Thanatos. Oh Gott, was war das nur? Was sollte mir das Spiel damit sagen? Wahrscheinlich gar nichts. Wahrscheinlich sollte es einfach nur ein Aufbau für Atmosphäre sein. Oh, das ist Morikawa. Gewesen zumindest. That's pretty deep. Look at the redevelopment 20 years ago. There was something made in top secret. But Tuesday, you made it here in one piece. This will be our last time meeting. From now on, the war's on. And I really want to get my last will and testament out. Tetsu and Shizuru are both gone. Kosei, you're about the only one left. Will you hear me out? Klar. Wenn du sagst, was hier vor sich geht. Ich habe keine Ahnung. Was wird hier gebaut? Was ist das für ein Ort? You have to find Kamui.
Don't get distracted by the chaos. Search out the truth with your mind's eye. And if you come to know the silver case, read my notebook. I knew you can do it. Oh! Das ist also gerade passiert. Okay.